der Podcast für Männer mit Seele. Hier ist wieder für dich Markus Lehmkuhl. Heute spreche ich mit dir über das Thema My Hero, mein Held. Und dazu gibt es einen ziemlich geilen Song von den Foo Fighters, den du nachher in den Shownotes finden kannst. Und der ja die Inspiration auch war zu dem heutigen Thema. My Hero, mein Held. Und zum Thema Held habe ich mal Herrn Wikipedia befragt, was der mir dazu erzählt. Und das mag ich gerne mit dir teilen. Ein Held ist eine Person, die eine Heldentat, also eine besondere, außeralltägliche, man kann auch sagen außergewöhnliche oder nicht alltägliche, Leistung vollbringt. Dabei kann es sich um reale oder fiktive Personen handeln. Okay, das können wir jetzt außen vor lassen. Seine heroischen Fähigkeiten können von körperlicher Art über Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer oder auch geistiger Natur sein, über Mut, Aufopferungsbereitschaft, Kampf für Ideale, Tugendhaftigkeit oder Einsatzbereitschaft für Mitmenschen. Und in dieser nüchtern sachlich klingenden Definition von Herrn Wikipedia zu Held sind so viele Ansätze drin, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. Und ich finde das Thema Held oftmals so ein bisschen risikobehaftet oder gefährlich. Held, was sind Helden? Helden sind so eine Art Vorbilder, die genau das machen oder gemacht haben, was ich eben beschrieben habe oder was Wikipedia schreibt. Egal auf welche Art und Weise. Und was bewirken sie bei uns? Was sollen sie bei uns bewirken? Eine Art Vorbildfunktion. Und was bildet eine Vorbildfunktion? Oder was löst sie aus? Was gibt sie uns? Was bringt uns das? Orientierung. Das ist ein Orientierungspunkt. Und da setzt die Gefahr ein. Weil da fangen wir an zu vergleichen. Da fangen wir an zu vergleichen oder da besteht die Gefahr zu vergleichen, so zu sein wie jemand anders. Ich bin aber nach wie vor und absolut der hundertprozentigen Überzeugung, und davon lasse ich mich auch niemals abbringen, dass wir alle einzigartig sind. Alle, jeder ist einzigartig. In seiner Ausprägung dessen, was er braucht, was seine Bedürfnisse sind, dessen, was er gerne mag, welche Umstände er braucht, um glücklich zu sein, über seine Ideale und letzten Endes über seine inneren Antreiber, seine innere intrinsische Motivation. Was treibt ihn an? Was braucht er? Was will er? Wonach strebt er? Wonach will er sich verhalten? Wie will er sich verhalten? Nur, wir haben es ja alle gelernt, und ich glaube, wir sollten es auch alle lernen, über Jahrhunderte und Jahrtausende uns zu orientieren an Vorbildern, an Helden. Aber was ist alles Vorbild? Ein Vorbild ist ein Bild, eine Situation, die man sich in der Zukunft vorstellt. Es ist vorgebildet, ein Bild in die Zukunft projiziert, wie man sein möchte oder aber, und ich glaube, das ist das, was wir heute zu 97% leben, wie wir zu sein haben. Und das regeln unsere Regeln, Gesetze, Religionen, Eltern, Umfeld, Staat, Schule, Medien und so weiter und so weiter. Es wird uns ein so engmaschiges Gerüst vorgegeben, wie wir zu sein haben oder sein sollen, wo wir uns einfinden sollen. Und so sind wir ja letzten Endes von der ersten Minute an, wie wir hier auf diese Welt geschlüpft sind,
folgsam, zur Folgsamkeit erzogen. Ja, und einem Held und einem Vorbild folgt man. Also das heißt, das ist ja eine Eigenschaft, die wir automatisch in uns haben. Und wie sehr und wie häufig wird immer von Vorbildern gesprochen. Man soll sich an Vorbildern orientieren. Sicherlich kann man Facetten daraus nehmen, von gewissen Menschen und Vorbildern, und sagt, ja, das passt zu mir. Aber was bedarf es dann? Was musst du dafür wissen? Unbedingt. Du musst wissen, was zu dir passt. Nur wenn wir es doch alle gelernt haben, und deswegen fällt es uns doch auch so schwer, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber das war bei mir genauso. Wenn du die Frage gestellt bekommst, was willst du denn wirklich? Womit fühlst du dich wohl? Mit welchen Umständen? Mit welchem Art von Leben oder Ausprägung von Leben fühlst du dich wohl? Was willst du? Wo willst du hin? Wer bist denn du eigentlich? Wenn wir aber überwiegend immer nur von außen geprägt wurden, uns einzufinden hatten, unter Bedingungen gestellt wurden, dem oder das oder was weiß ich, wem zu folgen, wie sehr haben wir denn die Möglichkeit gehabt oder wahrgenommen, herauszufinden, wer wir sind und was wir brauchen, was uns von innen heraus antreibt? Was sind unsere Ideale? Idealen zu folgen, genau. Aber sind denn die Ideale, die gewisse Vorbilder leben oder vorleben, auch unsere Ideale? Woher wissen wir das? Woher weißt du das? Und ich finde es immer schwierig, das Thema Vorbilder, weil es hat was mit Vergleichen zu tun. Und wenn ich mich vergleiche mit einer Person oder einem Vorbild, dann setze ich mich mit ihm gleich. Aber wenn wir doch alle unterschiedlich sind, dann kann es doch auch durchaus widersprüchlich sein, oder wie siehst du das? Also was wäre denn vielleicht für uns eine Möglichkeit, nicht irgendwelchen Vorbildern zu folgen, sondern vielleicht uns selber Vorbild zu sein. Deswegen My Hero. Nicht sei dein Held, sondern mein Held. Sag dir, mach dir zu Maxime, ich bin mein Held. Denn ich will herausfinden, wer ich bin, was ich brauche, was mich antreibt. Was sind meine persönlichen Antreiber? Und ja, da bringe ich wieder das Thema PLDs, Personal Life Driver, ins Spiel, womit du herausfinden kannst, was du brauchst, was dich antreibt, was du willst, was dich erfüllt, daraus resultierend deine Lebensbereiche gestalten kannst, daraus resultierend dir Bilder in die Zukunft stellen kannst und du kannst dir Bilder vorstellen, Situationen vorstellen, die zu dir passen, ganz eindeutig, schwarz auf weiß. Fast schon mathematisch logisch. Finde einfach heraus, was dich von innen heraus antreibt. Dann weißt du, was du brauchst. Dann weißt du, was du willst. Dann weißt du, was zu dir passt. Dann kannst du dir dein eigenes Vorbild sein und dein eigener Held sein. Und natürlich können sich dann auch andere Menschen an dir orientieren, wenn sie wollen. Also, wem oder was willst du folgen? Irgendeinem Helden da draußen oder willst du dein eigener Held sein? Ich wünsche dir eine gute Wahl damit. Und wenn du eine Orientierung haben möchtest, was dich von innen heraus antreibt, wie dein Bild als Held aussehen kann, im Detail, dann lass uns darüber sprechen. Dein Markus Lehmkuhl.